Es ist Renntag und die letzten Vorbereitungen laufen. Williams hat im Qualifying eine passable Leistung gezeigt. Jetzt will das Team natürlich zeigen, dass sie sich im Rennen noch steigern können. Eine ansprechende Leistung, die Haas im Qualifying gezeigt hat. Damit haben sie eine wirklich gute Ausgangsposition für das Rennen. Es gibt viele Wolken hier. Die Teams starren gebannt zum Himmel und achten auf erste Anzeichen von Regenfällen. Man braucht für das heutige Rennen wohl eine überaus flexible Strategie. Was auch passiert, es wird sicher ein tolles Rennen hier beim großen Preis von Aserbaidschan. Soll nicht regnen. Zumindest ist das gedacht. So, die Mediums halten 33 Runden. Wir haben 26 Runden, sollen die halten. Die harten 50 Runden, also fast eine komplette Renndistanz. Trotzdem starten wir mit den Mediums. Mediums. Wir haben genau 50 Runden, ne? Mit Elben auf Soft starten. Das ist auch mal eine Überlegung wert. Auf Soft und dann auf Hard zu starten und hier auf... Ja komm, Latifi gehen wir auf Hard. Okay. Das beide die gleiche Strategie fahren, nur andersrum. Die Fahrer sind jetzt auf ihren Startpositionen und es sieht nach einem bewölkten Tag aus. Hier haben wir Alexander Albon. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung muss einiges an Boden gut gemacht werden. Der nächste Vertreter des Teams, Latifi. Gestern langsamer als die meisten, also gibt es heute einen Startplatz in der hinteren Hälfte. In wenigen Augenblicken geht es los. Los geht's mit dem großen Preis von Aserbaidschan. Das Startsignal erlischt und los geht's. Push hard, happy to push hard. Eieiei, okay. Was machen die beiden da? Ja, gerade Elben wäre wichtiger, ne, vor Latifi zu bleiben. You have the overtake. Copy. Was macht ihr beiden da? Ihr kostet euch gegenseitig Zeit. Danke, jetzt sind sie sich einig mal geworden. Sehr schön. Medium Soft. Ja, ist die Frage, ne? Tief der Einzige auf dem harten Reifen ist. You can afford to drop back. Yeah, sure. Oh, Vettel hat Schumacher geschlagen, aber ja, noch ist er nicht auf Platz 15. Also das ist immer noch gut für uns. War eine komische Linie. Das Relative ist echt schwer dran zu bleiben, ne? Make sure you give some energy. Copy. Versucht dran zu bleiben. Er muss sich halt anstrengen, dran zu bleiben, ne? Sieht mir ja nicht so gut aus. Aber ich könnte nicht dauerhaft mit der Batterie fahren. Also Elbe bleibt dran ans Tor. Die waren ja ungefähr gleich ähnlich schnell.
Jetzt können wir wieder anfangen, etwas aggressiver zu fahren. Okay. Oh, Stroll ist außerhalb des DRS-Bereichs. Ist schon mal sehr gut. Da müssen wir jetzt drin bleiben, aber. On DRS. Versucht dran zu bleiben. Alter, das nervt. Das ist immer wieder aufploppt. Guck mal, Wetter. Bleibt sonnig. So, jetzt mit DRS sollten wir zumindest mal dran sein. Überholen. Just use the overtake. Yep, copy. Ja, da kommt die Attacke. Sehr schön. Okay, that's good. That's good. Der nächste Strandpirschen wird ist Latifi. User Attack. Copy. Ja, wir haben einen dabei. Aber Albin müsste jetzt irgendwie weg von ihnen. Full deploy. Yes. Also wir haben jetzt keinen DRS halt, ne, in der nächsten Runde. Ja, sieht aber gut aus, dass wir das schaffen. Man könnte Latifi vorbeifahren. Kämpft sich Richtung DRS-Zone. Jetzt bin ich mal gespannt auf Latifi. Weil er hat jetzt DRS, ne? Eieiei. Oh, Vettel vorbei in Ricardo. Mach doch DRS auf, du Dödel. Ey, Latifi kann man echt manchmal nicht gebrauchen. Warum macht der kein DRS auf? Der war sowas von drin. Albin tut sich langsam wieder reinrobben. Sobald wir da ins DRS-Fenster kommen, haben wir auch, können wir uns mitziehen lassen. Wir sind drin. Das ist wichtig, dass wir drin sind. Dadurch können wir uns ranziehen. Sehr gut. Sah das gerade so aus, als wären wir so weit weg? Oh, jetzt Ricardo außerhalb des DRS-Fenster. Jetzt können wir den sogar angreifen. Ja, das wird echt komisch. Manchmal ist er drin, manchmal sind sie nicht drin. Wie außerhalb des Bereiches. War ein Fehler gerade von Albin. Er hat ja 2 Sekunden Rückstand auf einmal.
Fahren wir neutral wieder beide. Dann holen wir dir ein bisschen Energie wieder. Du sollst versuchen, wieder ranzukommen hier. Okay, back off. Copy. Oder war eine gelbe Flagge? Kurzzeitig. Da schleudert jemand. Sehen wir schon uns Kurve an. 1. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Und dieser Dreher kostet zweifellos wertvolle Zeit. Jo. Ich glaube, reifenmäßig sollten wir sehr weit... Na, doch nicht. Okay, manche waren noch aggressiver. Ach, du hast auch Auffahrt, habe ich gar nicht gemerkt. Tief ist ja mega langsam. Aber okay. Tsunoda mit den harten Reifen in der Box. Sehr merkwürdig. Nochmal auf hart. Ist schon merkwürdig eigentlich. Sollten, wenn es geht. Oh, jetzt sind gerade viele in der Box. Vettel geht auf die Harten, will er durchfahren. Das ist auch unsere Taktik, ne? Go push. Aber yes. Wenn wir 20 Runden mit den Supersoft fahren, mit den Softreifen fahren, können wir 30 Runden mit den Mediums normalerweise fahren. And you go push. Copy. Das Troll ist mir sehr, sehr nah, finde ich. To me, there is already gone. I have no regret anymore. Yeah, I can. Do you want to keep working these tires? Wir gehen auf die Mediums. McLaren macht eine Position gut. Er ist schon sehr nah dran, ne? Mein Fahrrad ist die Frage, was Ricardo macht, ne? Diese Runde ordentlich Zeit verloren. Oh, Stroll kommt auch in die Box. Guter Stopp. Latifi kommt vor Dings raus. Aha. Wir sollen aufhalten. Also vor soll es jetzt geht irgendwie doch schon bleiben.
was fährt ein Stroll jetzt für Reifen? Hart, er will durchfahren. Das ist schlecht, ne, wenn jetzt hier Latifi den nicht so sehr aufhält, wie ich es gerne gewünscht hätte. Wird mir jetzt schwierig. Du sollst dich auf deinen Teamkollegen aufholen, ne? Ist dir hoffentlich auch bewusst. Dann macht's aber gut. Ja, was Vettel fährt auch auf die harten Reifen, das ist die Frage. Zur Not muss ja auch nochmal in die Box. Das ist halt schwierig, ne, jetzt davor zu bleiben. Wir haben aber 4 Sekunden rausgeholt, immerhin. Kann davor bleiben, aber ja, dadurch, dass wir aggressiv fahren, ist das übelst schwer. Eieiei. Jetzt langsam machen. Und solange er ihn aufhalten kann, umso besser, ne? Jetzt hier auf Standard. DRS is currently disabled. DRS is currently disabled. Ah, okay, copy. Wird halt jetzt schwierig. Er muss jetzt irgendwie. Ah, wir sind glaube ich schon fertig. Aber trotzdem, er konnte 6 Sekunden ihn aufhalten. Jetzt gib mal Gas. Pick up, brother. Copy. Wird schwierig, ne? Wir haben jetzt keinen DRS mehr. Aber Motorleistung haben wir auch. Was sollte man auch nicht unterschätzen. Oh ne, jetzt hat er. Overtake is available if needed. Copy. Okay, jetzt war es schwierig, ne? Aber er konnte 7 Sekunden aufhalten. Das war auch nicht so verkehrt. Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Ich glaube, wir können Latifi gleich reinholen. Na, wir halten die 7 Sekunden einigermaßen. Oh! Das war gar nicht gut. Sehen wir uns das genauer an. Jetzt sehen wir hier den Williams. Hoi. Hoi. Jo, das war heftig. Güte, damit konnte niemand rechnen. Und das Team hatte so große Hoffnungen. Was für eine Schande. Naja, so groß waren die Hoffnungen jetzt auch in dem Rennen auch nicht mehr. Ah, wir scheinen aus. Das erste, der rausscheibe, ne? Okay, copy. P0, P0. Yep, copy.
erste Mal Safety Cars draußen. Das ist schon mal interessant. Hä? Wieso hat bitte jetzt der Tifi so schlechte Reifen draufgezogen? Wir können halt schlecht jetzt in die Box fahren, weil hier direkt die Führungskräfte sind dahinter. Jetzt war Latif. Och nee. Wieso wurden hier angezeigt? Dürfen wir vorbeifahren? Ist es hier gestattet? Dürfen Berundete nicht vorbeifahren? Das ist unfair. Safety car in this lap. So just before you restart. Nee. Copy. Ja, er muss sie so jetzt alle vorbeilassen, ne? Hat er schon. Eieiei. Oh! Was war das hier vorne? Vettel auf Platz 15, das ist gar nicht gut. Ocon muss ihn irgendwie schlagen, ey. Okay. Jetzt motze ich die ganze Zeit, dass nie einer ausfällt und sind wir ausgerechnet die Ersten. Vettel verteidigt sich hart gegen Ocon. Ocon ist halt der schnellere Wagen. Das heißt, der Alpine ist der schnellere Wagen, nicht Ocon ist der schnellere Wagen. Jetzt auf der Geraden. Nee. Wo jetzt aber innen? Ah. Daumen drücken für Ocon eigentlich. Eieiei, was machen die beiden da? Puh, die fighten extrem. Vettel, da wir vor. Vettel uns ja vorsetzen immer noch. Guck mal, Latifi kann einfach easy mithalten jetzt auf einmal, ne, weil er die richtigen Reifen hat. Jetzt ist die Frage, gleich wird DRS aufgemacht. Vettel ist dann vielleicht außerhalb des DRS-Zone. Ist er. DRS is enabled. Also es wäre wichtig für Ocon da vorbeizuziehen. Vettel hat kein DRS. Das könnte dann auch so gesehen Schumacher nutzen. Oh ja. Jetzt ist die Frage, wie schnell kommt Ocon da weg, ne? Vettel bleibt momentan dran. Was ist das denn hier für eine... Jetzt bin ich verwirrt hier. Also 1,6 Sekunden hat auf jeden Fall nicht Rückstand. Oh, Vettel. Jetzt stimmt das. Komm schon, Ocon, du schaffst das. Sehr gut, Ocon hat es geschafft. Jetzt hat Schumachers DRS gegen Vettel. Saugt sich ran im nächsten. Tsunoda, dein Ernst? Ach, Tsunoda, ey. Jetzt muss der vorbei. Oh, hi. Also, wenn Stolz auf Platz 16 schafft, dann wird es extrem schwierig für uns. Jawohl. Frage, wie gut kann er sich da vorhalten? Das wäre wichtig. Wir kümmern uns einfach um was anderes, ne? Noch nicht mal mehr um. Ah, das Tsunoda kommt da gut näher. Jetzt. Okay, jetzt ist Vettel auf Platz 17 zurückgerutscht. Okay, wir haben es. Solange jetzt keiner mehr in die Box kommt, sieht das sehr gut aus.
Aber Tsunoda kommt da von hinten dran geschossen, ne? Den muss man ein bisschen im Auge behalten. Der könnte die beiden Aston Martin noch bekommen, weil vom Grundspeed ist er ja schneller. Die beiden Aston Martin stehen sich gegenseitig im Weg. Jetzt wird's interessant. Tsunoda ist schon sehr nah dran. Ist bald ein DRS-Fenster. Er ist im DRS-Fenster. Und könnte das Stroll angreifen und danach in der letzten Runde vielleicht Vettel. Jetzt mit DRS ransaugen. In der nächsten Runde vorbeifahren. Er hat jetzt gerade die besten Reifen dafür, ne? Jetzt zieht er vorbei. Macht sich auf Vettel. Weil wenn die 17. und 18. wären, ist das für uns egal, wie wir abgeschnitten haben. Wir haben halt unseren 15. Platz geholt. Sollte aber nicht zu früh, ne? Vorbeiziehen. Er sollte erst vorbeiziehen in der zweiten DS-Zone. Wie soll eigentlich Alpha Tauri keine Nummer vorne dran? Er ist sehr nah dran. Zu nah dran schon. Er macht das sogar, ne? Hoffentlich. Jetzt aber. Irgendwie merkwürdig. Verstappen gewinnt das Rennen. Ich hoffe, Tsunoda kommt auch irgendwie vorbei. Leclerc ist zweiter, Sainz dritter. Ich will jetzt gerne umschalten. Lass mich umschalten. Max Verstappen geht als erster über die Linie und gewinnt. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen hoffen, dass er da jetzt vorbeizieht noch irgendwie. Er ist sehr nah dran. Jetzt wirkt DRS. Fährt aber... Warum fährt denn der so komisch? Man hätte easy vorbeifahren können, aber die trauen sich ja meistens nie. Aber ja, ein sehr schlechtes Rennen. Ein zufriedenstellendes Ergebnis von Nicolas Latifi. Solide. Das war eine durchwachsene Leistung von Williams. Einige ausgezeichnete Entscheidungen und einige Strategien, die noch Arbeit erfordern. Für F1-Teams gibt es keine Ruhepausen. Hoffen wir, dass sie mit harter Arbeit im nächsten Rennen die Erwartungen übertreffen können. Das Rennen ist gefahren. Das Team steht auf dem 9. Platz der Konstrukteurswertung. In der nächsten Runde der F1 reisen die Teams zum Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, wo der große Preis von Kanada stattfinden wird. Das war eine schlechte Leistung von den ganzen Fahrern, ey. Warum Tsunoda nicht vorbeifahren wollte, ich habe keine Ahnung. 8 Punkte, ne? Zwischen den beiden hier nur. Alfa Romeo ist Vierter, das ist echt krass. Haas mit 2 Punkten. Nicht schlecht. Magnus ein guter Arbeit geleistet. Oh, sehr schön. Nee. Ja. Kommt noch. Wir machen ja 3 Millionen plus. 3,5 Millionen sogar. Aber naja. Müssen wir gucken. In 4 Tagen. Also, es könnte nächstes Mal auch wieder eine etwas schwierige Angelegenheit werden. Aber naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in. Ja, beim nächsten Grand Prix bei Gilles Villeneuve's Montreal. Ja, was in Montreal dabei seid. So sagen wir es einfach so. Und ja.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.